Servus Performstore Friends, das hier ist der Trailer. Wir waren bei Blackline und warum ihr dieses Video anschauen solltet, von so und so zu so. Und wenn ihr sehen wollt, wie das nachher aussieht, dann guckt euch das Video jetzt an. Einen wunderschönen guten Tag. Moment, ich sehe gerade, ich war so ein Mikrofon, gut. Ja, es ist mal wieder soweit. Wir sind wieder am Verlegen und sind dieses Mal tatsächlich Heimspiel. Wir hatten keine 5-Stunden-Anfahrt, keine 3-Stunden-Anfahrt, eine Dreiviertelstunde, war total tiefenentspannt. Sind jetzt hier bei Blackline und bodenlose Frechheit. Komplett bodenlose Frechheit da, ne? Das heißt, wir wurden gerufen, wir sind da, wir ändern das. Wir haben den ganzen Transporter voll, komplett voll. Kommen wir nicht so nah. Kommen wir nicht so nah, nein. Wir haben den ganzen Transporter voll mit Boden. Farbtechnisch CI, schwarz, violett. Da sind wir mal richtig gespannt drauf, das wird richtig cool. Es wird auch viel gemacht, es ist auch eine große Fläche, wird auch foliert drauf. Das heißt, ESD-Boden haben wir auch im Einsatz, dass man sich eben nicht auflädt. Und wir schauen einfach mal kurz, wie es da drin aussieht. Wie man hört, es halt ein bisschen, auch das wird dann weniger, wenn da mal der Performance-Score drin ist, dann ist er nämlich ruhig drin. Wir haben eine Halle mit Arbeitsplätzen, verschiedene Arbeitsplätze, da geht es dann ins Büro rein, da machen wir aber nichts, sondern wir beschäftigen uns nur mit dem hier, typisch Epoxidharz. Wie lange ist der jetzt drin? Halbes Jahr. Das heißt, wir haben Epoxidharz, halbes Jahr drin, auch da zeigen wir euch mal, wie das Ganze aussieht. Zum Beispiel, komm mal mit, da sieht man es, wunderbar, schönes Beispiel. Kostet richtig viel Geld und kann man so mit dem Finger wegmachen. Ich weiß, ich habe frisch gefegt, ich mache es nicht so arg. Ja. Das heißt, dieses Geld hätte man sich sparen können. Ja, das ist sogar an den Reifen kleben geblieben. Also genau. Das sieht man hier, hier stehen die Autos und... Der Reifen, das Weichmacher vom Gummi, Reifen hat es dann abgezogen und ich bin mir sicher, dass ein Performance-Floater Quadratmeter nicht so viel kostet wie der Epoxidharz. Genau. Ansonsten haben wir da dankbar gerade Wände. Da sind total schräge Wände, das heißt, da wird es ziemlich Zuschnitt. Aber auch das haben wir einkalkuliert, weil wir haben wie immer Maße bekommen. Alles perfekt gewesen. Sandra hat das ganze Ding geplant, Design erstellt. Kunde hat es bekommen, hat gesagt, jawohl, so stelle ich es mir vor, passt. Logos kommen rein, vorne und hinten, die sind noch in der Produktion. Die schicken wir danach. Aber ansonsten würde ich sagen, starten wir mal. Ja. Du machst so. Ja, das Graffiti finde ich mal voll ja, cool. Natürlich. Können wir auch mal erwähnen. Also absolut. Mega cooles Graffiti. Ich finde es auch ganz toll. Also, ich wusste. Mir gefällt es. Ja, wunderschönes Graffiti-Bild. Ja. Wo mal die drei dicke Titten? Ja, das ist eine gute Frage. Lass mich. Ja. Nee, gut, okay. Bilder kommen und wir melden uns zwischendurch mal wie immer. Wir haben schon einen Teil verlegt, fast die Hälfte, fast, also nicht ganz die Hälfte, in einer Stunde jetzt, kann man sagen. Fläche, Zuschnitt natürlich noch nicht, das machen wir dann immer zum Schluss. Was man aber jetzt schon sieht, wir haben hier den Boden hier, bodenlose Frechheit, man sieht es, und dann einfach nochmal zum Vergleich. Der Boden, langweilig, schmutzig, sammelt sich Dreck drauf, Pfützenbildung, und wir haben den Performance-Floor. Ich bin persönlich angegriffen, dass du gesagt hast, dass wir dies in einer Stunde verlegt haben. Halbe Stunde. Dann, sorry, dann korrigiere ich mich in einer halben Stunde. Wie viel sind das jetzt über eine Palette? Das sind jetzt ungefähr 100 Quadratmeter. 100 Quadratmeter. Also, 100 Quadratmeter. Ich würde sagen, der Laie braucht dafür mir eine halbe. Der Laie braucht dafür zwischen einer Dreiviertelstunde und Stunde. Ja. Freien Fläche. Der Zuschnitt, wie gesagt, der kommt noch. Aber einfach nur mal für euch wieder diesen Vergleich von Epoxidharz rüber auf Performance Floor.
Jetzt werden viele sagen, ja, Moment, ich habe den Performance Blur auch. Der sieht am Anfang so richtig sauber aus, aber der wird ja auch schmutzig. Kommt drauf an, wie gut ich das pflege. Es ist mit allem so. Aber ich muss den hier lang nicht so oft pflegen oder sauber machen, wie der Epoxidharz. Und zudem, der ist scheiße rutschig. Also unser Josh hier aufs Maul gehauen, weil es ein bisschen nass war. Also, ja, BG-freundlich ist das nicht. Sag mal deinen Namen. Dennis. Seit wann bist du bei uns? Seit 3 Jahren. Und, gefällt es dir? Sag nichts falsch. Scheißladen. Ja. So. Hol dir Vorschlag, komm mal. Nein, also, ja, das alles ist super, Dennis. Perfekt, geiler Laden. Schön, 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 dass ihr das auch mal seht. Das ist der Dennis. Wir zeigen ja immer mal wieder irgendjemand. Letztes Mal warst du Marvin in Hannover. Heute bist du dabei. Ja. Genau, richtig. Ja, habt ihr den Dennis auch mal gesehen? Dass ihr euch nicht wundert, wer da rumspringt, der gehört zu uns. Genau. Ich kenne den. Soweit haben wir jetzt alles erledigt, flächig verlegt, haben angefangen zuzuschneiden. Jetzt war folgendes, der Epoxidharz unten drunter ist wirklich arschglatt. Ich habe ja vorher schon gesagt, wenn das nass ist, da rutschst du aus und. So, was haben wir jetzt? Wir haben jetzt seit Neuestem ein Anti-Rutschband, das hatten wir ja bisher immer. Das war so EPDM-mäßig, auch da bisher ganz toll gewesen, nur hat uns nicht gereicht. Ihr wisst ja, wir legen sehr viel Wert auf Qualität. Und deswegen haben wir gesagt, okay, da müssen wir irgendwas verbessern und haben jetzt ein neues Anti-Rutschband im Programm. Kommen Sie. Zum einen ist es dicker und zum anderen, also da rutscht gar nichts mehr. Das Ding hat einen Kontakt, brutal. Selbst wenn das Ding auch mal nass wird oder mal ein bisschen dreckig wird, hat trotzdem noch Grip. Genau. Auch da wieder, Performance Floor, uns gibt es seit 30 Jahren. Seit 30 Jahren machen wir unsere Hausaufgaben und versuchen euch das komplett Rundum-Paket zu liefern. Das heißt, wir machen nicht nur Platten, nicht nur Seitenteile, so wie andere, sondern wir versuchen echt so gut wie es geht, rundum euch alles liefern zu können. Und wie man jetzt sieht, machen wir vorne an dem Tor, von links nach rechts, machen wir eine Bahn, das heißt an der Einfahrt. Und dann werden wir dort an der Arbeitsfläche, so wie es jetzt liegt, werden wir auch nicht komplett, sondern immer wieder, wo man praktisch drauf fährt und bremst, dass da nichts ist. Das heißt, wir machen einfach komplett hier die Länge nach, eins drunter. Das heißt, wir machen nicht die ganze Fläche komplett, sondern einfach nur der Länge nach. Und das machen wir jetzt. Solltet ihr, und das ist jetzt das, was ich euch sagen möchte, solltet ihr den Boden verlegt haben und ihr merkt, hey, irgendwie rutscht es ein bisschen. Weil Kunststoff, der Untergrund drunter rutscht miteinander. Wie anstrengend oder was für ein Aufwand ist es, das nachzurichten? Das zeigen wir euch jetzt. Was man auch noch dazu sagen kann, trotzdem, also wie beim EPDM und so einem damaligen Band auch, natürlich fettfrei, staubfrei sollte da drunter sein. Ganz klar. Ja, weil sonst springt es natürlich nicht. Nein, also das Anti-Rutschband kann zwar viel ab, aber die Vorbereitung von euch sollte natürlich gegeben sein. Das ist wie mit allem. Kleber, Silikon, kann ich drauf machen, wenn ich da vorne sauber mache, funktioniert das Ganze nicht. Genau richtig. Und auch so ist auch, und auch so ist auch mit diesem da. Deutsch. Ich gehe besser. So, Länge nach hinlegen, gucken, von wo bis wo wollt ihr es verlegen. Das messt ihr natürlich vorher aus. So macht das ein Profi bei der Arbeit. Mhm. So, das ist ja wie immer. Gucke, wo die Öse sind. Beschwere, hochziehen. Zack. Freunde der Nacht. Etwas zuschütteln, dass er nicht wieder Ei rastet. So, ein bisschen verschieben. Vielleicht drüber klemmen. Ja, das könnte man machen, wie ihr wollt. Das ist jetzt auf Schwäbisch, gell? Sind auch Schwabe, oder? Ja, natürlich. Ja, auch gerade in Bendingen, oder? Auch das ist Qualität. Das ist eine Verbindung, liebe Freunde. Andere wären schon längst aufgegangen, weil die Verbindung nicht so fest ist. Thank you.
Krass. Ganz schnell Elefanten drauf. Ja. Versuch mal wegzuschieben. Versuch mal wegzuschieben. Wenn ich jetzt Anlauf nehme und ich mich hin entfalle. Dann lache ich mich kaputt, gell? Komm, stimme. Nein, schon gut. Das ist schon krass. Ich hoffe, mein Brabus G-Klasse fällt das aus. Ja. Fertig. Übernehmen Sie. So, stopp. 10 Minuten 31. Aufmachen, Band nachmachen, reinmachen. Wenn ihr 10 Minuten 31 schafft, seid ihr gut. Wenn ihr eine Viertelstunde schafft, ist nicht schlimm. Aber ihr seht, kann man schnell nachrüsten, einfach nachrüsten. Und auch wenn es darum geht, oh, dreckig, jetzt kann man das Ding auch mal wirklich großflächig rausmachen. Ihr habt gesehen, lange Bahnen. Und somit haben wir da auch ein Ding, Haken dran. Gut, weiter geht's im Singen. Bis später. Ja, Performance Law Friends, ich würde sagen, das nenne ich mal bodenständig. Bodenlose Frechheit, bodenhafte Freshheit, bodenständig. Auch Blackline dürfen jetzt hier in der Performance Law Familie willkommen heißen und kann sich voll sehen lassen. Also der Eigentümer, der André, hat zu mir gesagt, Gianni, ich möchte lila haben. Sag ich, okay, lila, gut, mit schwarz, sind meine Farben. Dachte ich erst, okay, gut, wie das wohl nachher aussehen wird. Dann war ich hier, hab mir das anguckt, weil es ist ja ein Heimspiel, keine halbe Stunde von uns weg. Und jetzt, wo es verbaut ist, Endstufe. Sogar die Decke schimmert komplett in diesem Lila, weil es reflektiert. Und mit dem Schwarz wirkt die ganze Halle nochmal viel, viel größer. Und deswegen einfach auch wieder für uns immer wieder dieser Vorher-Nachher-Vergleich. Unglaublich, einfach unglaublich. Und auch hier wieder an der Stelle Sandro Enders, boah, mega Arbeit gemacht. Schauen wir uns mal kurz die Säule hier an. Auch hier wieder komplett ringsrum zugeschnitten. 3 cm den Fuge. Da kommt dann unser Fugencover drüber, die Sockelleiste, dass man eben dieses nicht mehr sieht. Der Boden kann sich unten drunter bewegen. Und wie ihr seht, haben wir auch jetzt das Anti-Rutschband, weil wir sind hierher gekommen und haben gesagt, okay, der Boden ist schon verdammt rutschig. Anti-Rutschband drunter, das neue hebt bombenfest. Und deswegen einfach nur mega gelungen. Was kann man noch zeigen? Da hinten schräge Wände, auch da wieder zuschneiden. Und wir geben euch als Tipp, legt euch diese Platten hin, wenn das nachher im Zickzack ist, legt euch die Platten hin, baut es grob nach, dann messt ihr nach, Setzlatte hinsetzen, markieren jeweils, Setzlatte hinsetzen und dann durchziehen. Ihr spart euch so viel. Und wisst ihr, wie es noch schneller geht? Mit unserer Schneidemaschine. Ihr wisst ja, die könnt ihr mieten. 150 Euro ist nicht zu viel verlangt, inklusive hinbringen, inklusive abholen, alles mit dabei und dann bekommt ihr einen ganz geraden Schnitt hin, so wie hier. Kommen Sie, gut. Auch hier wieder, sieht man eben an der Wand einen ganz sauberen, geraden, geradliniger Schnitt. Da tut man dann auch das Fugencover nachher hin, dann sieht man auch diesen hellen Boden nachher nicht mehr drunter. Und deswegen, ja, ihr wisst ja, wir freuen uns über jeden, der abonniert, über jeden, der uns folgt, der sagt, jawohl, die Jungs von Performance Law, die sind verrückt, aber die gefallen mir. Es wird immer lustig sein bei uns, es wird sich auch nie ändern, weil wir sind, wie wir sind. Und für alle, die hier im Kreis Holzgerlingen sind und die Bock haben auf Scheibentönung, Autofolierung, helft mir, Detailing, was noch? Keramik, hier Blackline, Holzgerlingen, vorbeischauen, André, ganz cooler Typ. Ganz sympathischer Typ. Auch an der Stelle vielen lieben Dank für Speis und Trank. Wir wurden super verpflegt. Ihr seid ganz herzliche Leute und wirklich mega geil. Und jetzt wünsche ich euch alles Gute. Ihr wisst ja, alles andere wie das hier ist eine bodenlose Frechheit. Schwenk rüber, genießt nochmal. Bis dann. Ciao. Feel it's my time, think it's my opinion.
ready. Used to hold myself back, my self-esteem damn petty. Gotta keep on chugging, ran through everything in front of me. Might smoke bad and heavy, got a whole agenda. Can't aspire to get ahead, so bump that, it's no surrender. Abonnieren nicht vergessen. So, und jetzt könnt ihr gehen. Tschüss.